So, da sind wir wieder bei Tropico 5. Und zwar gibt's eine kleine Demo gegen mich. Jetzt wollen wir mal gucken, was da überhaupt los Guten ist. Tag. Was hat der für Schmerzen? Nahrung 30. Die Nahrung ist anscheinend schlecht. Hohe Zustimmung trifft am besten die Körper zu. Also. Wohnhaus ist ein Problem. Hallo, was hast denn du? Was ist denn das für ein Vogel? Shane Walker. Womit kann Und ich was hat der für dienen? Probleme? Wenig Religion. Guten Abend. Die mosern alle rum, weil sie keine Religion haben. Oder weil sie zu wenig Religion haben. Ay, caramba! Freunde der Sonne, ey, so geht's ja nicht. So, die werden jetzt als erstes mal gekauft, dass er schon mal Ruhe ist. Auch wenn es 27.000 Dingsbums gekostet hat. Und dann werden wir dann doch mal ein bisschen mehr Religion in die Geschichte reinbringen. Und zwar bauen wir als erstes mal eine Mission. Und die hauen wir dann, weil es so schön ist, direkt neben die Recyclinganlage. So, was ist da oben Ay, los? caramba! Was hat der für Probleme? Niedrige Zufriedenheit. Die haben alle ein Problem, weil die zu wenig Religion haben. Das ist In so. unserem hauseigenen Tropico-Kabarett gibt's jede Menge Spaß, Leidenschaft, Tanz, Freude und spärlich bekleidete Damen. So, wir haben drei Eine Art Kirchen. Jolly Roger in klein für alle Stadtbewohner. Und die sind restlos ausgeschöpft. Dann sollte man doch mal überlegen, ob wir eine Kathedrale bauen. Und zwar, bringt die was für die Touristen? Anscheinend nicht. Ist ja wieder Klassiker. Ich baue die trotzdem hier hin. Oder darüber? Darf der jetzt nicht so nah an die. Ich baue die jetzt da hin. Ist ja Ruhe. So, und da drüben machen wir auch irgendwas. Haben wir da schon eigentlich schon eine Kirche irgendwo gebaut? Was wollte ich denn da bauen? Ach, Luxusvilla, da genau. Ja, die Grillen, aber die. Die mit der Luxusvilla kriege ich in kleiner Kirche vor den Latz geknallt. Das mache ich deswegen, um sicherzustellen, damit die auch Sonntag früh in die Kirche gehen. So. Weil wenn da so. So, Glocke am Sonntag früh um 8 bimmelt. Dann werden die schon aufstehen. Was bauen wir denn noch? Vielleicht sollten wir doch hier oben nochmal eine Mission bauen. Das könnten wir hier direkt. Genau, machen wir so. Da sind die auch ein bisschen abgedeckt. Und notfalls können sie ja rüber zu Eiern zur Kirche. So. Okay, das Umspannungs. Oh, noch ein Umspannungswerk. Jetzt langt's aber langsam. Ich möchte mal wissen, ob das dann Gas braucht, ne? Dass ich das jetzt umstelle. Ich habe kein Gas und dann stehe ich da wie der Letzte. Merkwürdig. Alles merkwürdig. So, wegen dem Parkplatz habe ich gerade gesehen. Da müssen wir mal gucken. Am besten den irgendwo dahin. Schon wieder Hüttenbildung. Hat man das nicht schon im Griff gehabt hier?
Ach, Schönheit ist 24, ja klar, weil dann ist es gleich die direkt nebendran bauen, die Doldis. So. Komm, jetzt Schanz Nummer 50 dazu. Ah. 25 und 8 zu 2, 3, 3, 30, 3, 30. Brauchen wir noch zwei Schiffle. So wie es ausschaut. Ach, die Bungalow-Geschichte habe ich abgeschlossen, das habe ich gar nicht mitbekommen. Ich mag mich bei meinen sorgsamen durch. Ach, Hacienda war nur offen gestanden. Turi, Hacienda. Hacienda. Kulturreisenden Familien. So, und wenn Kultur ist ja eigentlich da oben mehr zu sehen. Zap, und deswegen knallen wir das Ding auch da oben hin. Ich werde aber trotzdem nur mal irgendwo Wohnhäuser bauen müssen. Da hinten ist schon wieder Hüttenansammlung. Das ist alles für die Füße, was ich bis jetzt da gebaut habe. Okay, da noch eins quer rein. Und ein bisschen mit Landhäuser zu pflastern, die Gegend. Und so möchte ich so. Und eins dahin. So. Umspannungswerk wollte ich nochmal bauen. Also bis ich da unten bin, ist hier wahrscheinlich die Runde beendet. So, bauen wir das nächste, dann langt das ungefähr dahin. Was war denn jetzt mit dem Krankenhaus? Braucht der Strom, ne? Ihr wisst, was ein neues Krankenhaus bedeutet, meine Damen. Süße, ich glaube, mir ist gar nicht gut und ich brauche ganz schnell einen guten Arzt. Denkt bei den Doktorspielen immer daran, dass Ärzte schreckhaft sind. Also achtet darauf, dass euer Make-up sitzt. So schaut's aus. Da wäre ich auf jeden Fall. Wobei. Ja doch, mal sicherheitshalber Feuerwache noch raus. Was man da. Ja, der braucht Strom. Sehe ich gerade. Gut, dann müssen wir warten. Schon wieder irgendwo Aufstände? Was habt ihr getrunken? Ihr habt keinen Bock mehr? Wieso denn das? Die kaufe ich, aber was waren da? Oh, das sind ein paar Leute zu wenig, ja? So, was habt denn ihr für Probleme schon wieder? Guten Tag. Viel Unterhaltung, ja. Da kann man immer noch mal zum Streiken gehen. Niedrige Gesundheit, ja gut, das habe ich erst gerade da oben aufgemacht, das Krankenhaus. Wenig Religion, auch der hat ein Problem. Also was man jetzt auf jeden Fall mal. Okay, da sind schon die ersten reingekommen. Bildet die Uni doch noch aus. Jetzt müssen wir mal gucken, nicht, dass die alle da abhauen. Das wäre auch ungünstig. Klinik. Die kriegen 4. Krankenhaus kriegt wahrscheinlich eins weniger. Das ist natürlich nicht gut. Da kriege ich so Mini voll. So. War der jetzt Strom schon? Ah, ist schon fertig. Okay. Dann bauen wir jetzt noch das letzte Umspannwerk. Dann müsste es aber irgendwann mal gut sein. Müssen wir doch bis dahin zumindest kommen. So, jetzt müssen wir mal gucken als nächstes, wie schaut's denn hier aus? 50 nur noch.
Ich würde zu gern auf Gasturbine umstellen, aber ich hab Schiss, dass ich mir das Versaubeutel durch die Aktion. Da ist noch ein weiteres Kohlevorkommen. Und da war ja. Ne, das war Bauxit. Bauxit. Gut. Ich denke, ich werde das zweite Kohlevorkommen jetzt demnächst anbrechen. Was haben wir denn da noch? Menge übrig 52.000 und das sind 145.000. Ja, brechen wir es an. Was soll's. Wir müssen uns irgendwann mal sowieso von diesem Kohlezeug verabschieden. Aber eigentlich bräuchte ich es ja irgendwann noch weiterhin für Stahl, ne? Weil das wächst ja auch nicht auf Bäumen. Dafür die Kohle. Ja, ist alles nicht so einfach. Also Straße baue ich schon mal, aber ich breche es doch noch nicht an. Ich habe noch 50 Watt. Megawatt wahrscheinlich, nehme ich mal an. Das muss jetzt erst noch lang. Da warten wir lieber, lassen noch die Mission so zu Ende gehen. Wer weiß, was in der nächsten Mission mich erwartet. Wenn da wieder die Insel verwendet wird. Und da ist es super Stau. Diesmal aber ohne Ottfried Fischer und der LKW steht immer noch saublöd rum. Und da müssen wir was machen, ey. Da hauen uns die ganzen Touris ab. Das ist auch uncool, dass sie die ganzen Handelsmonate bis zum nächsten Schiff. Wo kommt denn das Erdgas her? Fördert Öl doch Erdgas? Kann das sein? Jetzt brauchen wir da erstmal Arbeitskräfte. Ja. Erdgas wird auch gefördert. Da könnte man doch umstellen auf Gas. Gut zu wissen. Ja, und wie viel hat man dann davon? Da steht nämlich nur Öl dort. Das ist nicht so schön übersichtlich gemacht. Residente, meine Karriere als Mä No, nee, nicht schon wieder. Geldmäßig brauchen wir gar keine Sorgen machen. Das sind 90.000 Tacken, die ich da auf dem Konto habe. Und die Zufriedenheit ist auch enorm gestiegen. Da können wir mal ganz kurz gucken, woher das kam. Religion ist ein bisschen hochgegangen. Gesundheitsversorgung ist, glaube ich, so gut wie noch nie. Weil die Religion ist immer noch so unzufrieden. Also da, bei der Religion muss ich noch dranbleiben, sonst habe ich demnächst wieder Aufstände hier. Und die Unsere Arbeitskräfte gehen mir aus. Untersuchungen sind abgeschlossen, Präsidente. Wir konnten einen Touristen finden, der gewillt ist, den Mord an Liam Kane zu gestehen. Okay. Gut, den Hacienda-Auftrag, den habe ich jetzt nicht fertig bekommen. Aber ist auch nicht so wild, beziehungsweise da wird ja noch kräftig gebaut. So, warten wir jetzt noch, bis der Tornado fertig ist, oder was jetzt mit der Mission? Die Mission ist doch jetzt eigentlich erfüllt. Schnell. Tja, ging dann doch zu. Ich hab's wieder drauf. Jetzt kann ich genau vorhersagen, wann Vieh, Hütten und Möbel auf die Insel herabbrechen.
Naja, hat nur Leute umgebracht. In Anführungszeichen, nur. So, was ist denn jetzt? Muss ich jetzt auf den Patientenauftrag fertig machen oder was ist jetzt los? Ja, das war's. Die nächste Mission wird sein gesicherte gegenseitige Vernichtung. Werden Sie zu einer Nuklearmacht, bevor die Zeit abläuft. Ich denke, das wird wieder eine interessante Runde. Und danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Servus.